Wir gehen jetzt ins Silver Spur Steakhouse. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich stehe jetzt hier vor dem Silver Spur Steakhouse und wir gehen jetzt da zum Mittagessen. Es gibt nämlich ein neues Menü. Wie wir es finden, was alles zu essen gibt, zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Ja, der Daniel demonstriert es gerade. QR-Code scannen für das Menü. Möchtest du uns durchführen? Ja, gern. Es gibt auch Werbung. es gibt ein Sheriff-Menü für 30 Euro. Da gibt es dann einfach nur eine Vorspeise und eine Hauptspeise. Und dann gibt es das Sheriff-Menü mit Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. Genauso. Ja, selbst. Komisch, ne? Ja, komisch. Aber 10 Euro teurer mit Dessert. Genau, und wir nehmen, also ich nehme das Menü Sheriff. Dann heißen beide Menü Sheriff. Das für 40 Euro. So, ja, und was nehme ich dann? Ich nehme den Silver Salad. Dann gibt es die Hauptspeisen. Da werde ich das Scottish Beef Langstick nehmen. Aber das kann man sich auch schon vorab anschauen, richtig? In der Disneyland Paris App. Da, wir sind ja jetzt praktisch in die App reingeleitet worden durch genau. Den QR-Code. Ne? Also das könnt ihr euch bei jedem Restaurant vorher schon anschauen. Wenn ihr das in Betracht zieht, das hier hinzugehen, genau. Und dann gibt es ja auch noch die Desserts, die hier wirklich sehr gut sind. Also das waren sie immer, bevor das geschlossen hatte. Ne? Also wie es jetzt ist, weiß ich nicht, aber das seht ihr ja dann gleich. Das Woody-Dessert ist ja sehr begehrt. Ne? Also ich werde mich auf jeden Fall hier für das Sunday entscheiden. Das Woody? Nee. Nee, hier das Cowboy Treat. Okay, alles klar. Danke, Daniel. Sehr gerne. Ja, wir haben es probiert und wir haben unseren kostenlosen Jahreskarten-Infinity-Cocktail bekommen hier im Silver Spur Steakhouse. Ist ja eigentlich nur ein Saft, es ist kein richtiger Cocktail. Kein Strohhalm, das ist so kalt. Ganz viele Eiswürfel. So, möchtest du noch mal trinken? A votre santé. Ja, also ich glaube, wenn ihr die Jahreskarte vor den neuen Konditionen gekauft habt, also Daniel, kriegt ihr noch den Gratis-Cocktail hier. Unsere Vorspeisen sind da. Ich habe den Prawn Salad. Der Daniel hat den Cowboy. Ne, wie hieß er? Silver Spur. Silver Salat. Und da Sven hat auch nochmal die Prawns. Und Brina, kannst du ein bisschen hochhalten? Das ist die Mixed Vorspeisen. Cowboy Platte. Ja, das stimmt. Das würde super zu meinem Outfit passen. Guten Appetit! Also ihr seht ganz, ganz viel Steak. Wir haben fast alle das Steak bestellt. Dazu gibt es Kartoffeln, einen Maiskolben, ein bisschen Gemüse, beim Daniel genauso. Hier hinten, was haben wir? Rippchen, ne? Und Chicken. Und ja, sonst Steak. Unser Dessert ist jetzt auch angekommen. Ich habe das Woody Popcorn-Dessert und der Daniel hat das Sunday Ice Dessert, aber hat auch so einen Woody-Touch. Unser Fazit kommt dann gleich noch. Also Take Nummer 10.000, weil Daniel mich die ganze Zeit unterbricht und mich zum Lachen bringt. Unsere drei Gänge sind jetzt hier vorbei im Silver Spur. Für mich war es ja das erste Mal hier in dem Restaurant. Und ja, es war in Ordnung. Also unser Menü, was ich hatte mit Dessert, hat 40 Euro gekostet. Mit Jahreskarte sind wir bei. Daniel, Kopfrechnen. 15, 10 kosten 4 Euro. 34 Euro. Ich hatte noch eine Cola, das Getränk mit Jahreskarten gab es noch gratis dazu.
Und ja, mein Fazit, meine Vorspeise, also der Garnelen-Cocktailsalat war sehr, sehr lecker. Mein Dessert fand ich auch gut, ist auch komplett Pause gedrückt. Das habe ich aus Versehen auf Pause gedrückt beim Runter zeigen. Mein Dessert fand ich auch gut, die Hauptspeise war in Ordnung. Es war ein sehr flaches, dünnes Steak, es war nicht medium, es war durch. Maiskolben war lecker, Kartoffeln, naja, hätten ein bisschen mehr gewürzt sein können. Ja, das ist so meine Meinung, aber der Daniel war vorher ja schon mal hier im Silver Spur Steakhouse und berichtet euch jetzt, wie er das fand. Ja, das Silver Spur Steakhouse. Es ist nach wie vor gut, aber es ist anders, wenn ihr das Silver Spur Steakhouse schon mal besucht habt und ihr wisst, wie damals das Essen hier war. Es war immer eine große Auswahl an Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen. Die Auswahl ist immer noch gut, ein bisschen anders. Damals war es auch so, also mit der Vorspeise war ich völlig einverstanden. Ich hatte den Salat, der war sehr, sehr lecker. Die Hauptspeise war okay, also mein Fleisch war okay, weil es ist kein normales Steak, was ihr hier bekommt, es ist Flankensteak. Das heißt, die Lappen sind etwas größer und halt eben dafür dünner, wie bei uns in Deutschland dann auch, wenn ihr Flanksteak bestellt. Damals gab es dann noch Pommes dabei und dann nur einen halben Maiskolben. Irgendwie war das besser. Ihr hattet dann auch noch die Auswahl zwischen verschiedenen Soßen, wie Béarnaise, Roquefort, Pfeffersoße, Käsesoße. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Wir haben jetzt eine Barbecue-Soße dazu bekommen, die mir so wirklich dann dazu gepasst hat. Das Dessert, ich hatte das Eis. Das war wirklich wieder sehr, sehr gut. Auch wenn der Brownie, der damals da drin war, besser war als der jetzt da drin ist. Damals war es der Brownie, den ihr auch immer sonst hier zu kaufen bekommen habt, wenn ihr irgendwo zum Beispiel in Mediopolis oder so ein Burgermenü gegessen habt. Es ist gut. Ich finde es völlig okay für den Preis. Also das kann man mal machen. 34 Euro, wie gesagt, mit Jahreskartenrabatt. Ansonsten 40 Euro für 3 Gänge im Freizeitpark. Auch noch in Ordnung, finde ich. Man sitzt hier schön. Ich finde es vom Ambiente eigentlich noch ganz gut, auch wenn es sehr, sehr laut ist heute. Aber definitiv gehört Silver Spur Steakhouse noch zu eins der besseren Restaurants hier in Paris. Auch wenn die Öffnungszeiten völlig verrückt und miserabel sind, weil wir hätten vielleicht lieber heute Abend gegessen, mussten jetzt Mittag essen. Aber der letzte Tisch wäre jetzt hier, obwohl der Park heute bis 21 Uhr auf hat. Ich glaube um 17 Uhr oder so gewesen. Ne? Oder noch früher, 16 Uhr. Und danach gab es gar keine Möglichkeit mehr, hier Abend zu essen. Das ist ein bisschen komisch und ja, liegt vielleicht daran, dass nicht genug Personal da ist. Keine Ahnung. Ja, danke dir, Daniel, für deine ausführliche, ehrliche Meinung. Man muss ja auch dazu sagen, das Silver Spur ist ja einer der wenigen richtigen Restaurants, die zurzeit hier geöffnet haben. Ganz viele diese Schnell-Imbiss-Restaurants haben offen, aber so richtige Restaurants, Plaza Gardens hat das, Captain Jack's hat auch noch offen, aber ja. Muss ich aber jetzt in den nächsten Monaten nicht nochmal herkommen. So viel dazu. Achso, bei den 40 Euro ist kein Getränk dabei. Also wenn ihr Cola, Wasser etc. bestellen wollt, kostet das nochmal extra. Aber wie überall in Frankreich ist Kranwasser, also Tafelwasser, kostenlos. Das kriegt ihr dann in einer Karaffe und das kostet dann nichts extra. Wir haben das Silver Spur Steakhouse jetzt verlassen und das war mein kleines Review-Video zum Silver Spur Steakhouse hier zum Mittagessen. Vielleicht gibt es irgendwann auch mal Abendessen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!